So, ein kaputter Mähdrescher. Kaputter Mähdrescher? Wo Leim nicht mehr weiterhilft. Nein. Wo Leim nicht mehr weiterhilft. Ausmessen. 7 mm. Und das müsste man jetzt rund. Das muss ja bloß angedeutet werden. Geht's los ins 1, 2, 3 Design und dort brauchen wir einfach nur 3 Zylinder. Wir müssen aufpassen, dass wir beim Radius nehmen und nicht den Durchmesser, den wir ja gemessen haben. Also brauchen wir bei 4,6 cm 2,3, das ist 43. Von 4,6 cm 23,4. Nochmal. Also jetzt der innere Zylinder 3,25 mit 5 mm, genau. Zack. Kann man recht einfach zusammenbauen und auch zentrisch zusammenbauen, indem man die einfach zusammen snappt. Und dann brauchen wir noch den Zylinder für die Achse. Dann nehmen wir das Innendurchmesser waren 3 mm. Ein bisschen Luft lassen, dass die Achse noch ein bisschen Spiel hat. Einkleben geht eher als anders. Dann haben wir 1,6 mm. Und eine Tiefe von 16. Zack. Und packen auch den da drauf. So, jetzt. Das Ganze automatisch gruppiert, das müssen wir alles die Gruppierung auflösen. Jetzt verschieben wir noch den inneren Achsenzylinder um minus 14 mm nach innen, dass er entsprechend, wie dann später, dass die Achse da rein ist, drin ist. Ja, und dann war es das schon fast. Jetzt müssen wir noch die Objekte kombinieren, das heißt einmal kombinieren wir das und das zu einem Rad, Enter und gut, haben wir das. Und jetzt müssen wir noch das Objekt, das von dem abziehen, um das Loch für die Achse zu kriegen. Und da solche Verbindungen immer schlecht halten, machen wir die noch etwas rund, schnappen uns hier diese Ecke. Hier, na komm. Und ziehen die etwas rund raus. So, zack. Genau dasselbe können wir hier unten am Außen. Was ist das? So, ja. Und das war's dann. Export STL. Und ins Cura. Im Cura das Rad reinladen. Druckzeit eine Stunde. So. So, sieht es jetzt aus hier. Die Stange haben wir rausgezogen. Ja.
entfernt hier aus dem Rad. Und jetzt versuchen wir einfach mal, das hier reinzustecken, das da rein. Theoretisch gehen. Ganz hoch erstmal. Hier rein. Zack. Zack. Und zack. Fertig ist der Mähdrescher. Und sogar im farblich passenden Rad.